Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das war wieder sehr intelligent von mir. Man sollte natürlich auch, wenn da was reinfließt, eine Möglichkeit aufmachen, damit Luft rauskommt. Dementsprechend ist mir der Deckel reingefallen. Nicht schlimm, da ist ja ein Sieb drin. Ich bin halt auch nicht der Experte. Hallo zusammen, willkommen in meiner Garage. Endlich mal ein neues Video von mir. Wie man vielleicht schon sehen konnte auf Instagram, ich habe ein neues Baby. Mir ist eine VFR zugelaufen, eine 1997er VFR RC36B2F, je nachdem, wen ihr fragt. Ganz komische Sache mit der Benennung, je nach Land. Und was sich immer empfiehlt, gerade jetzt im Winter, ist ein Generalservice, das heißt einmal alles frisch, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, in dem Fall die hat eine hydraulische Kupplung, das heißt Kupplungsflüssigkeiten, Öl natürlich, anderes ist schon gemacht oder geprüft, sie hat schon eine neue Batterie bekommen und ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen, denn eins muss man sagen, jedes Bike sieht ein bisschen anders aus, klar. Aber die Grundlagen von wie man Öl wechselt und wann, was man, warum dazu machen sollte, Luftfilterwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlflüssigkeit steht auch noch an, die sind eigentlich bei allen Bikes gleich. Vielleicht ist was woanders, aber jeder, der ein Bike fahren kann, findet das dann auch raus. Zur Not steht das Internet zur Verfügung. Das sollte kein Problem sein. Wir fangen an mit dem Ölwechsel. Heutiges Thema. Ölwechsel kann zu einer Glaubensfrage werden. Welches Öl, wann und sowieso, wieso. Deswegen sage ich euch gerne, was ich dazu denke. Das ist meine persönliche Meinung. Das hat keinen Anspruch auf mechanische Korrektheit oder Ähnliches. Mag euch vielleicht irgendwelche Hinweise geben. Ansonsten habe ich mal ein bisschen was vorbereitet, was zu Ölfiltern, zum Wechsel ganz pragmatisches sind. Filter. Das ist jetzt Zufall, hier ist alles nicht gesponsert, das ist unbezahlte Werbung. Das ist ein alter Filtertyp, ein Ringfilter, das ist ein Patronenfilter. Ich habe euch verschiedene Öle mitgebracht und wir können mal so ein bisschen die Unterschiede erklären für den Anfang. Es gibt ganz klassisch mineralisches Öl, das heißt Erdöl, wie es aus dem Boden kommt, vereinfacht ausgedrückt. Es gibt teilsynthetisches Öl. Das ist gemischt mit synthetischem, also mineralisches mit synthetischem Öl und es gibt vollsynthetisches Öl. So, wo ist der Unterschied und was ist was für welches Bike? Generell gilt, guckt immer ins Handbuch eures Bikes. Dort stehen Spezifikationen wie, wo stehen sie hier, MA2 Ester, SAE, API, SM, SL, Moto 33, blablub. Verschiedene Typenbezeichnungen, die meistens die Additive, die Schmierfähigkeit etc. bezeichnen, die euer Motorrad braucht. Und genau dieses Öl solltet ihr kaufen. So, dann haben wir die Unterschiede mineralisch, teilsynthetisch, synthetisch. Da lässt sich im Prinzip sagen, seit den 70ern haben die synthetischen Öle zugewonnen, sind immer besser geworden. Heutzutage ist ein synthetisches Öl eigentlich nur ein Trägerstoff für verschiedene Additive. Der Vorteil davon ist, synthetisches Öl ist meistens fließfähiger bei Kälte und schmierfähiger bei Hitze als mineralisches Öl und bietet sich daher an. Jetzt kann man aber nicht in jedes Bike einfach vollsynthetisches reinkippen. Teilsynthetisches ist mehr so eine Preisfrage, ist halt 50-50 oder roundabout 50-50. Mineralisches ist günstiger. Ich habe ein paar alte Motorräder, 1985er, 1992er, die Dame ist 1997. Bei alten Motorrädern, bei alten Motoren kann dann das synthetische Öl sich durch Dichtungen drücken. Deswegen würde ich sagen, so bei alten Bikes bis 1990 im weitesten Sinne sollte man mineralisches Öl verwenden und nicht synthetisches. Ansonsten, was euch am liebsten ist, bedenkt, es gibt Motorradöl und es gibt Autoöl und es gibt ganz viele andere Öle. Guckt, dass ihr immer Öle für ein Motorrad holt. Ich habe zum Beispiel hier ein 15W50.
Und ich habe, das ist eher Zufall, relativ viele 10W40. Das heißt, wir haben generell immer zwei Zahlen, einen vor dem W und einen nach dem W. Das erste ist die Niedrigtemperaturviskosität. Das heißt, wie flüssig wird das Öl oder ist das Öl bei geringen Temperaturen? Und die hintere Zahl ist die Schmierfähigkeit bei hohen Temperaturen. Das heißt, ein 5W40 oder ein 5W30 würde zum Beispiel bei minus 35 Grad noch schmierfähig sein und eine fließfähig sein und eine Schmierfähigkeit von bis zu 12 Quadratmillimetern pro irgendwas erzeugen bei Hitze. Ein 10W40 ist bei minus 30 Grad fließfähig und hält ein bisschen mehr Hitze aus, sprich 12 bis 16 Quadratmillimeter Dingsbums, Einheit, Schmierfähigkeit. Ein 15W50 in dem Fall würde, glaube ich, bei minus 25 Grad flüssig sein und bis über 16 Quadratmillimeter Schmierfähigkeit produzieren. Wenn man jetzt nicht gerade in Schweden einen Diesel startet, dann ist das relativ egal. Also im Normalfall kommt man hier mit 10W40 oder auch mit 15W30 ganz gut aus. Bei mir ist es ja Zufall, dass meine Bikes alle 10W40 kriegen. Es ist Zufall, dass es Motul ist. Es ist eigentlich recht einfach. Die älteste kriegt mineralisch. Die Mittelbikes kriegen teilsynthetisch, wobei ich da wahrscheinlich auch auf vollsynthetisch umsteigen werde. Und meine Fireblade als neueste kriegt vollsynthetisch. Guckt im Netz, da gibt es verschiedene Tipps, für welches Bike was irgendwie ganz gut passen könnte, was der Kupplung vielleicht besser hilft oder die schaltfähiger macht, gerade wenn ihr Quickshifter habt. Für mich war tatsächlich der Umstieg auf Motul 7100er 10W40 ein Riesenunterschied im Vergleich zum Originalöl, was Honda verwendet. Ansonsten könnt ihr da nicht viel falsch machen. Jetzt gibt es dann immer noch die Frage, wann sollte man denn den Ölwechsel machen? Ich habe mir angewöhnt, den im Winter zu machen. Meistens Anfang, also sprich Herbst. Die Idee dahinter ist, und das ist einfach nur ein Gefühl, ganz subjektiv, wenn irgendwie Dreck im Öl ist, irgendwelche aggressiven Stoffe sich angesammelt haben oder ähnliches, dann lasse ich die einmal raus, bevor das Zeug im Winter dann die ganze Zeit wirken kann. Das Bike kriegt frisches Öl und kann man jetzt auf Bequemlichkeit schieben. Im Frühjahr, wenn du fahren willst, drückst du einen Knopf und kannst starten und musst nicht erst noch einen Ölwechsel machen. Das sind so meine Gedanken dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt oder andere Meinungen, schreibt es in die Kommentare, gar kein Problem. Ich bin immer bereit, was dazu zu lernen und lerne auch gerne noch dazu. Das heißt, wenn ihr irgendwie mehr wisst, immer her damit. Den Ölwechsel hier werden wir machen. Ich habe ein bisschen Zubehör. Wir haben eine Auffangwanne. Ich habe einen Einfüllbehälter mit Skalierung. In meinem Handbuch für das Bike steht, wie viel Öl rein sollte. Müsste ich nochmal nachgucken. Und wir haben verschiedene. Wir haben das richtige Öl und den richtigen Filter. So rum. Das ist ein Patronenölfilter, werdet ihr gleich noch sehen. Das ist ein Ringölfilter, nur so zum Unterschied, dass ihr mal seht, wie das zum Beispiel bei sehr alten Motorrädern aussieht. Bei alten Motorrädern öffnet man tatsächlich den Motor, nimmt dieses Ding raus, packt das auf den Pin und schiebt es wieder in den Motor rein. Letztendlich ist es ja egal, es ist einfach ein Behältnis, durch das Öl geschoben wird. Bei den neueren Ölfiltern, für die, die nicht wissen, wie das aussieht, bin ich da inzwischen ganz faul. Ich habe einen Patronenölfilter mit einer Nuss. Das ist sehr praktisch, wenn der mal fest sitzt. Ansonsten gibt es auch Adapter, die drüber gehen auf eine Ratsche und dann könnt ihr das Ding abdrehen. Es gibt Zangen, die so rumgreifen, wenn es mal klemmt. Das ist ein Patronenölfilter. Schraubt man auf ein Gewinde, hier drin wird das Öl gereinigt oder im besten Fall gereinigt. Wird einfach so ans Bike angeschraubt, werdet ihr sehen. Ansonsten gilt es eigentlich bei jedem Bike gleich, Motor warm laufen lassen, damit das Öl flüssig wird. Dann einen Moment abkühlen, dass ihr euch nicht verbrennt. Die Ölablaufschraube öffnen, vorher was unterstellen, das Öl ablaufen. Wenn das abgelaufen ist, den Ölfilter abschrauben, das noch auslaufen lassen. Und wenn nicht mehr viel kommt, die entsprechende Menge, achtet darauf, es gibt Ölwechselmenge und es gibt Ölwechsel mit Filtermenge. Das sind zwei unterschiedliche Mengen von Öl, meistens so 100, 200, 300 Milliliter Unterschied. Wenn alles raus ist, macht ihr von unten wieder zu
und füllt oben frisches Öl rein. Lasst dann nochmal warm laufen, guckt mit dem Dipstick, also mit dem Ölmessstab, ob es an der empfohlenen Stelle ist. Achtet drauf, manche werden aufgelegt aufs Gewinde, manche werden wieder reingeschraubt ins Gewinde zum Messen der Ölmenge. Und wenn das soweit passt, ist der Ölwechsel auch fertig. Ein wichtiges noch, holt euch bitte immer neue Dichtringe. Wenn ihr die Ölablassschraube abschraubt, ist dort ein Kupfer- oder ein Aluring dran. Der drückt sich individuell, deswegen werden Kupfer und Alu genommen, weil es weichere Metalle sind, drückt sich individuell zwischen Schraube und den Motorblock und dichtet ab. Wenn ihr den nochmal verwendet, habt ihr keine Garantie, dass das Ding wirklich dicht ist. Ich habe mir irgendwann im Internet ein Set an verschiedenen Kupferdichtringen bestellt. Da ist zwar nur eine Größe, die ich für die Bikes brauche, aber von denen habe ich dann für 4 Euro gleich 30 Stück gekriegt oder so. Tun ist wunderbar, alle Bikes sind dicht und funktionieren hervorragend. So viel an Theorie und dann würde ich sagen, starten wir mal in die Praxis. So, dann haben wir hier alles zusammengesucht, haben alles, was wir brauchen. Das Wichtigste also, Bike warm laufen lassen. Wenn die Maschine dann eine Weile gelaufen ist und langsam warm wird, machen wir das Baby wieder aus, nehmen uns unseren Behälter und gehen ans Eingemachte. Dann wollen wir mal, ich habe euch mal ein bisschen die Sicht verbessert, nicht wundern, das Bike ist schon betagt, es darf so aussehen. Eine große Grundreinigung steht sicherlich noch an. Wir haben jetzt bei diesem Modell hier den Ölfilter. Oftmals ist der Ölfilter inzwischen ungefähr vor den Krümmern verbaut, relativ unten mittig am Motorblock. Und hier ist die Ablassschraube. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Behälter. Dieser hat praktischerweise ein Gitter drin, ein Filter drin. Ich habe schon einige Dichtungen verloren, denn im heißen Öl willst du dann nicht zwingend noch reingreifen, um irgendwas zu greifen. Und wenn da kein Filter ist, dann verschwindet das Ding in den Ölauffangbehälter und dann kriegst du es nicht wieder. Das heißt, wir positionieren das hier ungefähr unter dem Bike und fangen dann an. In dem Fall ist es eine 17er Nuss, die ziemlich fest sitzt. Die sehr, sehr fest sitzt, dieses Ding zu lösen. Halleluja. So, saß ein bisschen fest. Hier, sorry für das Bein. Also, Schraube gelöst, ganz einfach. Macht euch bewusst, das kommt mit Dampf raus. Also nicht mit Dampf, sondern mit Druck. Sorry. Aufschrauben. Eine Aludichtung. Ich glaube, ein festsitzender Aludichtring. So, und gleich wird es anfangen rauszudödeln. Das hier ist die Ölablassschraube. Wenn ich das richtig sehe, hat die eine ziemlich festgepresste Alu-Sicherungsscheibe dran. Die werde ich gegen Kupfer ersetzen, glaube ich, falls ich die abkriege. Wir lassen jetzt einfach mal das Öl auslaufen. Das dauert ein Momentchen. Und dann gucken wir mal weiter. So, wenn das hier nur noch so ein kleines, Bächlein wollen wir mal nicht sagen, ist, können wir theoretisch gucken, wie wir an den Ölfilter kommen. Bedenkt, wenn ihr den abschraubt, da ist auch ein bisschen Öl drin. Das ganze Öl würde dann hier auf die immer noch sehr warmen Krümmer laufen. Das stinkt fürchterlich, das brennt sich ein. Vermutlich kommt immer irgendwie
ein bisschen Öl auf die Krümmer. Guck, dass er das danach mit Teilereiniger oder Bremsenreiniger sauber macht, weil das stinkt sonst. Das ist meistens nicht so ein angenehmer Geruch. Dementsprechend könnte es sein, dass ich euch mal auf die andere Seite mitnehme, um den Filter auszubauen. So, ich habe euch mal ein bisschen Licht mitgebracht. Nicht wundern, ich habe einen alten Lappen. Den habe ich drüber gelegt, nachdem ich geprüft habe, dass die hier nicht mehr heiß sind. Ansonsten macht es ein schönes Feuerwerk. Das brauchen wir nicht. So, Ratsche. Hier ist der Ölfilter. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier sind noch Befestigungen. Ratsche drauf. Und abdrehen. Der sollte nicht super fest sein. So, ich versuche das mal so zu machen, dass ihr was seht. Mal gucken. Okay, das klappt so. Das heißt, ich kann den Lappen wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es tropft hier. Es tropft genau am Krümmer vorbei, hier unten in den Auffangbehälter. Und dann werden wir, ich versuche das mal so zu machen, dass ihr was seht irgendwie. Dann werden wir das ganz langsam öffnen, dass es in Ruhe rauslaufen kann, nichts dreckig macht. Das ist super. Das ist wunderbar, so soll es sein. Und wenn der dann auch ausgelaufen ist, können wir vorsichtig abschrauben, hier reinpacken, zur Seite ziehen. Einmal mit was sauberem kann man noch auswischen. Und dann setzt man den neuen Ölfilter drauf, füllen Öl rein. So. Da kommt noch ein bisschen was. Machen wir mal mehr auf. Da kommt ein bisschen weniger was, okay. So, ich versuche das mal irgendwie so zu machen, dass ihr was seht, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich drehe den einfach ab. Da ist selber noch einiges drin. Da kommt jetzt auch so noch was raus. So sieht er aus. Das ist exakt der gleiche, zufälligerweise, den ich auch geholt habe. So, wir haben hier ein bisschen Öl, hier, das ist kein Problem. Das können wir abwischen. Läuft da zwar gerade in die Klammer, aber mein Gott, gibt Schlimmeres. So, nicht wundern, ich habe einen hohen Verbrauch an Socken. Socken sind aber wunderbare Lappen. Grob abwischen. Es wird noch weiter tropfen, das ist nicht schlimm. Nur mal so das oberflächliche Öl hier auffangen. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, kann man auch noch mit Teilereiniger reinhauen und alles picobello sauber machen, aber man muss jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. So, den schieben wir mal irgendwie. Schieben wir mal so, genau. So, jetzt nehmen wir den neuen Ölfilter. Der hat, wie ihr, oh, sorry, Kamera geschossen, wie ihr sehen könnt, Plastik. Zieht man ab. Jetzt ist diese Gummilippe. Versuch's mal so im Licht. Diese Gummidichtung ist eingefettet. Man sollte trotzdem noch mal von dem frischen Öl, frisch, nicht das alte, einen Finger nehmen und das einschmieren. Einfach damit, wenn man es aufschraubt, der Gummi nicht reißt. Und dann nehme ich einfach, oh, noch ein bisschen viel. Einen Finger voll Öl, glitzert schön. Und dann einschmieren. Wenn man will, kann man auch noch hier einmal einschmieren, wobei muss man nicht. Und dann wird, sofern da jetzt nicht mehr irgendwie viel rauskommt, wird das wieder draufgeschraubt. Ihr werdet eh vermutlich niemals das komplette Öl rauskriegen. Es verbleibt hier in dem Fall, ich glaube, 400 Milliliter verbleiben drin. Das ist einfach so. Man kann nicht alles rausholen. Das heißt, man muss da jetzt auch nicht warten, bis wirklich der Motor komplett ausgetrocknet ist. So. Den Ölfilter handfest anschrauben. Also im Prinzip, ich mache das gerade mit links, deswegen muss ich ein bisschen öfter machen. Nicht zuochsen wie blöd, sondern nur einfach, so, jetzt ist er fest. Da werde ich auch nicht mit einer Muffe dran. Es hat bei mir noch nie geölt, noch nie was verloren an Öl. Ja. Sieht gut aus. Damit wird der Ölfilter gewechselt und wir wechseln auf die andere Seite. So, wir haben uns jetzt umgedreht. Hier tropft es noch ein bisschen raus. Ich habe hier schon mal 3,1 Liter, 2 und 1,1, vorbereitet. Die Schraube hier ist raus, dass wir was reinfüllen können. Hier ist ein bisschen schwierig zu sehen, ist der Einfüll,
Dipstick, sozusagen der Ölmessstab. So, ich habe der Schraube einen neuen Kupferring gegönnt. So. Der alte war dermaßen aufgedreht und festgeoxt, dass ich nicht glaube, dass das Ding nochmal hätte verwendet werden können. So, das Handbuch sagt, mit 38 Newtonmeter anziehen, das werden wir jetzt mal machen. So, Schraube rein. Dann können wir den Bottich hier entfernen. So, das Klick hat uns gesagt, das waren 38 Newtonmeter. Damit ist das Ding unten wieder dicht. Hier Einfüllpunkt. Ist logischerweise immer höher als da unten der Auslaufpunkt. Klar. Jetzt fangen wir mal an mit diesem wunderbaren Rüsseltier. Das hat diesen Rüssel hier. Und wie wir das so machen, wir stecken... Ah, okay, ich gieße direkt in die Kupplung. Das ist natürlich auch interessant. Muss ich gucken, dass nicht zu viel fließt. Und gieße einfach mal Öl ein. Das dauert eine Weile. So, und fertig. Das war's. Das Öl ist drin. Theoretisch die richtige Menge. Ausgelaufen, wunderbar. Dann können wir den Einfüllstutzen wieder zumachen und lassen das Bike noch mal warm laufen. So, die Dame ist jetzt warm gelaufen. Wir gehen jetzt hier an den Einfüllpunkt, an den Messpunkt, schrauben den raus. Ja, ist ziemlich ölig, das ist normal, die ist gelaufen. Hat sich bewegt. Das heißt, wir messen jetzt hier unten den Stand des Getriebebades, wenn man so will. Rein. Das Handbuch hat nicht gesagt, ob man eindrehen oder auflegen soll. Also drehe ich mal vorsichtig rein und wieder raus. Wenn wir da nichts Gescheites sehen, probieren wir es nochmal anders. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ich versuche, dass es nicht tropft. Der Ölfilm geht genau bis hier. Das ist wunderbar. So soll das. Keine Beschriftung, aber ihr habt da auch immer Anzeigen, die euch sagen, wie viel Öl rein soll. Das ist ganz gut. So, das heißt, es war genau die richtige Menge. Wir schrauben zu. Wir lassen die Maschine auskühlen und wenden uns dann den anderen Baustellen zu. So. So, die Dame hat jetzt den Ölwechsel gekriegt. Wir haben kontrolliert, wir haben es warm laufen lassen, damit auch das neue Öl auf Temperatur ist und sich schön sammeln kann, weil flüssiger. Es gab keine Anzeige vom Öldrucksensor im Cockpit. Es ist alles dicht. Insofern wäre Ölwechsel abgeschlossen. Es würde mich freuen, wenn es euch interessiert, wenn es euch vielleicht irgendwie hilft oder wenn euch langweilig ist. Bleibt dabei. Wir haben, wie gesagt, noch den Luftfilter unterm Tank vor uns. Die Bremsleitungen werden gegen Stahlflex ausgetauscht, plus die Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit gewechselt. Und wir haben 2,9 Liter Kühlflüssigkeit zu wechseln. Oder 2,6, muss ich nochmal nachgucken. Das wird auch lustig. Ablassen, durchspülen, mehrfach. Das wird vermutlich eine lange Aktion mit einem kurzen Video. Freut euch drauf. Und ansonsten, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt zu VFR, zu anderen Modellen, immer raus damit, haut es in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten. Tschüss.